Was geht ab, meine Seafighter, Osiria? Und auf Anfrage von euch, von euer Feedback, lieben Dank dafür, auf hohe Anfrage, werden wir heute klären, was erwartet uns denn im globalen Dokkan Battle für das 3-jährige Jubiläum. Wir werden natürlich dementsprechend auf der japanischen Seite angucken, wie das im japanischen Dokkan Battle war und nacheinander dann nach der Reihenfolge alles abhaken. Es ist wirklich sehr, sehr viel. Deswegen würde ich sagen, wir verlieren nicht viel Zeit und legen direkt los. Zur wichtigsten Frage, wann ist denn überhaupt das 3-jährige Jubiläum? Ich sage immer als Antwort Zeitraum Juli, weil wir wissen nicht ganz genau, wann das kommt. Was wir wissen ist natürlich, es ist ein Jubiläum, heißt, es wird mehr oder weniger um den Zeitraum online sein, abspielen, in dem das Game damals released wurde. Das Game wurde released, Global Dokkan Battle, am 16. Juli 2015, heißt, deswegen sage ich ja Zeitraum Juli, um den Dreh herum wird das Ganze online gehen. Und ich schätze, beziehungsweise wird das Ganze so 4 bis 5 Wochen online sein. Denn das Ganze hat sich in 3 Teile quasi gegliedert. Zum einen erstmal ein Countdown, ein Teaser, Part 1 des Jubiläums, Part 2. Wir werden uns dementsprechend alle Informationen und Details zu den ganzen Sachen ansehen. Wichtige Sache, Main Event von dem ganzen Jubiläum war natürlich LA Vegito und LA Gogeta, werden wir uns den Theater anschauen. Und die Hauptänderung im globalen Dokkan Battle gegenüber japanischen ist, wir haben jetzt schon GSSR-System. Heißt, hoffentlich wird die Ausbeute da auf jeden Fall sehr, sehr gut an der Stelle. Und aktuell, zur aktuellen Lage zum globalen Dokkan Battle, was geht denn gerade ab? Momentan haben wir noch eine Kampagne, die ist online bis zum 14.06. Dann haben wir so 2-3 Wochen ungefähr noch Zeit, bis das Ganze mit dem Jubiläum losgehen sollte. Ich denke und hoffe nicht, dass da irgendwas Großes vorgezogen wird, irgendein großes Dokkan-Fest. Kampagne, Banner, hoffentlich nicht, weil Bardock sein Banner selbst und Event geht noch bis zum 17.06. Ich denke eher, da kommt eine kleine Filler-Kampagne und ja, dementsprechend so viel dazu zum aktuellen Stand zu Global. Würde sagen, wir legen mal direkt los und gucken denn, wie es ungefähr ablaufen sollte. Genau, wie gesagt, zu der angesprochenen Zeit, in diesen 1-2 Wochen, wo wir eine Lücke haben quasi, bevor das 3-jährige Jubiläum losgeht, sollte das Teaser der Countdown losgehen zum 3-jährigen Leben, mehr oder weniger. Zuallererst wird ein Banner online kommen, so war das im japanischen Dokkan Battle vor dem Jubiläum, kam ein Banner online, in dem Banner waren nur Gokus und Vegetas. Und in dem Banner, war quasi ein Filler-Banner, waren aber auch LR Majin Vegeta und LR Super Saiyan 3 Goku. Ich erwähne es wie gesagt wegen der Lücke, was wir da während der Lücke erwarten können. Dann ging das Ganze langsam los mit dem Countdown. Das Countdown hat angefangen für das 3-jährige Jubiläum und zwar kennen wir das Ganze. Da startet ein Countdown quasi ab Tag 7, geht runter bis Tag 1, dann fängt das Jubiläum an. Die Sache bei diesem Countdown war, was ging denn da schon ab? Zum Countdown selbst ging ein Ticketbanner online. In diesem Ticketbanner waren nur SR und höher Charaktere online. Man hat in dem Countdown selbst jeden Tag ein Ticket bekommen und das zusammen. Im Jubiläum selbst natürlich dann weitaus mehr. Schauen wir uns gleich an. In diesem Banner war aber das Einzigartige. In diesem Banner waren alle LR-Charaktere bis dahin. Heißt, in diesem Banner werden wir auf jeden Fall Free-to-Play viele Tickets bekommen und das haben können. Ich wünsche auf jeden Fall natürlich allen, dass sie da gut LRs ziehen. Zur Sache mit dem GSSR, in der News steht quasi dran, was in Global damals online ging in den letzten Wochen. Das GSSR läuft so, in jedem Multisum, in dem man Dragonstones verschwendet, ist der 10. Charakter garantiert ein SSR. Heißt, da das ein Ticketbanner ist, kann ich euch nicht sagen, ob es auch ein GSSR sein wird. Schwierig, müsst ihr abwarten, ich denke eigentlich nicht, aber wir müssen das Ganze betrachten. Genau, was ging dann noch ab in den Teaser, in den Countdown? Da gab es eine Tweetstone-Kampagne. Ich denke, das wird irgendwas mit Facebook-Interaktion mit da geben, weil die globale offizielle Seite ist auf Facebook. Ticketbanner haben wir abgejagt, das Banner mit Goku und so weiter und so fort. Goku und Vegeta only war online. Countdown zu dem Banner selbst, jeden Tag ein Stone, jeden Tag ein Ticket. Und dann kam noch ein Update 3.10.1, wurde angeteasert. Das Update selbst kam dann erst zu Part 1 des ganzen Jubiläums. Aber was dazu schon online war, schon kurz bevor Vegito und Gogeta online gekommen sind, waren nämlich neue Boss Rush Stages, werden wir uns gleich die Täter anschauen, und ein bisschen Dupe-Anzeige wurde geändert. In den Charakteren selbst hat man dann gesehen, Prozentsatz, zu wie viel Prozent sie vorangebracht sind im Dupe-System. Capture-System wurde eingeführt und in der Update wurde noch eingeführt, nicht permanent, sondern während der Kampagne, während dem Jubiläum, dass sich die Stamina jede 3. Minute regeneriert, nicht jede 5. Alles klar, dann würde ich sagen, wir legen mal an der Stelle mit den ganzen Informationen zu Part 1 los. Wie gesagt, wir werden uns nach der Reihenfolge, strikt nach der Reihenfolge halten, wie es im japanischen Dokkan Battle war. Nämlich, das Ganze hat angefangen. Ja, Part 1. 3-jähriges Jubiläum, Part 1. Und zwar haben wir dann quasi für das Ticketbanner im Jubiläum selbst 3 Tickets täglich bekommen. Einen aus dem Daily Login Boden, die werden uns gleich ansehen, und einen aus den Missionen, in dem wir 20 Stamina pro Tag verballert haben. Genau. Ja, Ticketbanner, wie gesagt, sind alle LR online gewesen, da wird es wirklich sehr viele Tickets geben. Da sind wir einmal Platz 1 gechartet, gab es dann noch 30 Tickets oder 33 Tickets, also da werden wir auf jeden Fall sehr gute Tickets bekommen. Nummer 2, jedes Dokkan-Event war dann quasi während dem 3-jährigen Jubiläum online. Nummer 3 war dann diese Twitter-Kampagne, jeden Tag konnte man retweeten, hat man einen Dragonstone bekommen. Ich denke, das wird dann global mit Facebook interagieren sein, eine Interaktion mit Facebook sein.
Nummer 4, Webseite war online, eine Statistik-Webseite, jeden Tag kamen neue Statistiken rein, da hat man gesehen, was da quasi abging. Gerade Statistiken in Dokkan, ja, war nett anzusehen, aber ich habe da kaum reingeschaut, wenn ich ehrlich bin. Nummer 5, Login-Boni, das Login-Boni, und zwar, Login-Boni, zum allerersten Login während des 3-jährigen Jubiläums haben wir 33 Dragonstones bekommen, den Super Saiyan 3 Free-to-Play-Int-Goku, 3 Jahresmünzen, die man eintauschen könnte, wenn es geht hier ansehen. Und dann haben wir noch Daily auf jeden Fall bekommen. 3 Dragonstones jeden Tag täglich. Ein Ticket jeden Tag. Ich werde das Ganze hier einblenden. Könnt euch gerne ansehen, was wir da quasi jeden Tag bekommen haben. Und genau, so viel zu dem Login-Boni. Also Login-Boni, 3 Stones pro Tag, ein Ticket, dann noch durch die Missionen. Da kommt wirklich sehr, sehr viel hinzu. Zu der Frage, wie viele Dragonstones gab es denn komplett während dem Jubiläum? Das Jubiläum selbst ging ca. 4 bis 5 Wochen. Grob geschätzt, ich habe es nicht hochgerechnet, grob geschätzt 200 bis 300 Dragonstones. Aber das werden wir uns gleich der Täter ansehen. Genau. Dann gab es zum Login-Boni noch einen Red Dragonstone. Mit diesem Red Dragonstone konnte man sich einen der folgenden Charaktere holen. Familienkammer-Trio würde ich aber davon abraten, weil wir die früher oder später Free-to-Play bekommen werden durch eine andere Währung. Tech Beerus konnte man sich holen. Janemba in Strength Vegeta Super Saiyan 3. Physisch Kid Buu ergibt die Super Saiyan 3 Goku. Tech Perfect Cell in Ultimate Gohan. Strength Legendary Super Saiyan Broly, natürlich nicht der LR, und also nicht der LR, und Full Power Freezer konnte man sich aus den Red Dragonstone holen, hat jeder Free-to-Play bekommen. Lila Dragonstone jedoch musste man sich kaufen durch die Sales, da hat man sich glaube ich 100 Dragonstones kaufen müssen, hat man dann Lila Dragonstone hinzubekommen. Diesen Lila Dragonstone konnte man sich dann einen der 120% Leader holen. Die Sache ist, in Global haben wir Pilaf's Trove, also weiß nicht, ob wir die über die Sales bekommen werden oder ob die Pilaf's Trove, müssen wir abwarten. Genau, an der Stelle ging es dann weiter mit Nummer 8. Nummer 8 waren Daily-Missionen. Ich werde die Daily-Mission einblenden. Da gab es jeden Tag Daily ein Dragonstones, 2 Tickets und so weiter und so fort. Ihr könnt das Ganze euch betrachten. Ich werde auch alle Links in die Beschreibung setzen und alle Guides zu den Charakteren, die wir uns gleich betrachten werden. Alle Links in der Beschreibung sein. Checkt es auch für die genauen Details. Genau. Nummer 9. Dann gab es noch zusätzlich zu den Daily-Missionen 33 zusätzliche Missionen. Die könnt ihr euch auch natürlich gerne ansehen. Da kann man wirklich sehr viel bekommen, haben wir dort. Ich werde es wie gesagt auch einblenden, könnt euch auf jeden Fall ansehen. Das waren dann 33 Missionen insgesamt, aber 25 zu Part 1, zu Part 2 kamen dann die restlichen hinzu. Genau. Nummer 10 gab es dann quasi, konnte man sich gegen die 3 Jahres Coins im Barbershop gegen verschiedene Währungen eintauschen. Da gab es dann quasi Elder Kai, Grand Kai und so weiter und so fort. Nummer 11 war dann folgendes, eine Stamina-Campaign. Nämlich, wenn wir in dem folgenden Zeitraum so und so viel Stamina verbraucht haben, haben wir, das waren 7 Schritte, bis zu 30 Dragonstones bekommen, Elder Kai bekommen und einen Free-to-Play-Physisch-Goku, den wir dann erwecken konnten, auf SE10 bringen konnten. Ich habe einen Guide dazu, beziehungsweise einen Showcase zu 100% zu ihm gemacht. Könnt ihr schon mal vorab ansehen, wenn ihr wollt. Nummer 12, Porunga Wishes. Und zwar war das folgendermaßen. Im 3-jährigen Jubiläum gab es Porunga. Man konnte Porunga beschwören. Im 3-jährigen Jubiläum selbst konnte man 21 Dragon Balls erfarmen, also jede Woche 7, pro Tag ein Dragonstone. Man musste pro Tag eine Quest, eine Mission erfüllen, um einen Dragonstone einzusammeln. Ich werde die ganze Liste auch einblenden, da könnt ihr euch sehen, was man da machen musste, sofern das gleich sein wird wie im japanischen Looker Battle für uns auf Global. Jedenfalls musste man jeden Tag eine Quest machen, konnte sich Porunga ein Dragon Ball erfarmen, hat man 7 gehabt. Nach einer Woche konnten wir den Porunga rufen, beschwören und er hat uns aus einer sehr, sehr guten Auswahl 3 Wünsche erfüllt. Genau, Nummer 13 war ein Trailer, gab es ein Intro, war echt nett, also ich hatte auf jeden Fall Gänsehaut-Feeling. Nummer 14, da waren die Hidden Potential Stages am Wochenende online. Nummer 15, da kam ein Free-to-Play Gohan hinzu. In Part 1 kam nur sein Story-Event, Part 2 kam dann sein Extreme Battle. Aber dieser Dude ist wie Bulma und Goku Jr., man konnte ihn Free-to-Play auf 100% bringen. Auf jeden Fall würde ich jedem empfehlen, ihn dann zu erfarmen. Dazu kommen dann natürlich die Videos, aber auch Videos sind online. Wie gesagt, die Links in der Beschreibung. Guide dazu, was er drauf hat. Könnt ihr euch gerne ansehen, was man da machen muss. Nummer 16 gab dann einen Special Stage. Auf dieser Stage, die handelte quasi von dem Free-to-Play Goku, aber den hat man nicht da bekommen, sondern man konnte das jeden Tag daily machen, hat natürlich auch zu der Stamina-Campaign gehört und hat man auf jeden Fall viel Experience bekommen und 3 Jahrescoins, 3 Jahresmünzen. Genau, Nummer 17, wie gesagt, Stamina regeneriert sich jede dritte Minute, nicht jede fünfte Minute wegen dem 3-jährigen Jubiläum. Dann Nummer 18 gab es der Twitter-Campaign. Da gab es auch bis zu 30 Dragonstones, also das war auf jeden Fall sehr, sehr solide. Was gab es da noch, wenn ich da ganz kurz das aufpappen darf? Ja, Elder Kai 3, Elder Kai, am Anfang 3 Stones, wenn man 333 Hashtags waren das, glaube ich, oder Retweets,
muss man da quasi bewerten. Ich denke, bei uns wird das eine Facebook-Kampagne sein. Jedenfalls gab es da bis zu 33 Strength Stones und 3 Elder Kai. Genau, 3 Elder Kai. Boom, Nummer 19, dann kam das Boss Rush. 2 neue Boss Rush Stages kamen hinzu. Erste Stage, da kamen die restlichen Neogardner dazu. In der zweiten kam Katerina dazu. Bis zu 65 Drangstones konnte man sich da abschauen. Das Geile war, das kam noch vor dem Banner online. Drangstone Sale, wie gesagt, war auch online. Dort konnte man sich dann lila Drangstone holen. Bei uns wissen wir nicht, ob es Pillar Strove ist oder an der Stelle, ob man das auch über den Sale holen darf. Boom, Ele, Vegito und Gogeta. Wenn ihr genauen Details, Informationen zu den beiden wollt, habe ich Videos gemacht. Schaut sie euch an. Informationen werde ich in die Beschreibung setzen. Aber das Banner, was gibt es zum Banner sagen? Es war ein Duel-Fest-Banner. Und zwar waren das die allerersten Dokkan-exklusiven Ele-Charaktere. Für 300 Stunden gab es einen Discount. Jeder vierte Multisam war kostenlos. Die Sache ist folgende, ich denke in Global werden wir das bekommen und zusätzlich noch mehr, weil so Kampagnen in Global ein Ticken besser ist. Aber für 300 Stunden war quasi jeder vierte Multisam kostenlos. Die Dokkan-Events von den beiden Dudes kamen da auch an der Stelle online. Wie gesagt, alle Informationen in den Videos dazu. Nummer 23, Family Kamina Story Event, das Story Event zu Broly kam online. Nummer 24, die Mono-Banner kamen online, haben sich immer abgewechselt, ja, angefangen mit physisch und so weiter und so fort. Gilt hier alles, kam hinzu. Nummer 25, Barbershop, Uranai Barbershop, 30% Rabatt gab es da. Nummer 26, vierfach Experience auf die Story-Quests, also auf die Quests, üblicherweise kennen wir. Nummer 27 gab es dann nochmal weitere Missionen, das waren so 3-Tages-Missionen, während 3 Tagen konnte man sich 15 Jankstones erfarmen und 30 Incredible Gems. Und genau, so viel zu Part 1. Wenn wir dann rüber switchen zu Part 2, Part 2 hat dann natürlich nach Part 1 angefangen, da kamen folgende Events dazu. Zum einen kam das Extreme Sea Battle zum Und das Extreme Sea Awakening zum Free-to-Play-Kit Gohan, den wir uns angeschaut haben. Wie gesagt, genau Informationen in den Videos dazu. In dem Event, das war wirklich sehr, sehr gut. Da hat man bis zu von Level 1 bis Level 77 konnte man sich da Free Orbs holen. Leider keine Dragons, sonst war ein Free-to-Play Extreme Sea Battle Event für den Free-to-Play-Charakter. Aber auf jeden Fall, Gohan wird da auf jeden Fall solide sein. Man hat da wirklich richtig gute Sachen bekommen. Also Free Orbs, richtig viele Orbs durch das Extreme Sea Battle, durch die Mission an 7, Dragonstones, Elder Kai und so weiter und so fort. Kane Vegito kam wieder online, alles klar, Super Battle Road war daily online und dann wurde angeteasert das Free-to-Play Ginyu Force Team. Das Free-to-Play Ginyu Force Team wird auch zu Part 2 kommen. Um es kurz zu fassen, konnte man dann jeden Tag tut es abwechseln, je nach Typus. Ganz fängt Montag an mit Agility, geht bis Freitag physisch, konnte man gegen ein Teammitglied der Ginyu Force kämpfen, Barter und so weiter und so fort, beziehungsweise konnte man sie erfarmen aus den Stages. Das war dann quasi wie die Potential Stages, die jeden Tag sich abwechseln, aber da konnte man quasi jedes Ginyu Force Mitglied sich erfarmen, free to play, sie hatten eigene Orbs wie Goku Jr., Gohan, Bulma, free to play auf 100% bringen. Wenn man das getan hat, hat man aus der Mission free to play LR Ginyu Force bekommen. LR Ginyu Force Goku heißt ein Free-to-Play Allerginio-Team und das Team ist wirklich sehr, sehr gut. Am Wochenende waren die Stages auch online, aber am Wochenende sind die Charaktere nicht gejobbt, sondern nur die Orbs und die Medaille für die Charaktere hat man über die Mission bekommen. Aber detailliert, Links ist in der Beschreibung. Dann Nummer 32 kam die allerersten Eller, die allerersten 5 nacheinander gefeatured in ihren Bannern, auch in der Reihenfolge, wie das hier ist. GS ist auch online, heißt Majin Vegeta Dupes werden auf jeden Fall hoffentlich regnen an der Stelle. Aber genau. Nummer 33 war dann Hero und Villains Examination Plan Event. Da wurden die Stamina halbiert für die ganzen Events. Und aus den das waren dann die alten Events. Aus den Special Mission Part 2 hat man dann bis zu 41 Dragonstones bekommen. Beziehungsweise aus den ganzen Missionen, wenn wir das zusammenfassen, haben wir dann an der Stelle bis zu 41 Dragonstones bekommen. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Elder Kai, Grand Kai und so weiter und so fort. Ich werde euch natürlich alles einblenden zu der Sache. Wenn wir uns am Ende dann noch ganz kurz die Banner anschauen dürfen, wie die Banner denn aussahen, bevor wir das Ganze hier beenden. Und zwar haben wir das Banner von LR Gogeta. Sieht folgendermaßen aus. Die ersten 4 Charaktere werden auch in LR Vegitos Banner online sein. LR Gogeta wird dann hier sein, dann wird Gogeta mit dabei sein, noch vielfacher Janemba, Gogeta und so weiter und so fort. Bei Vegito sieht das dann folgendermaßen aus, nur umgekehrt. Die ersten 4 Charaktere mit LR Vegito, die ganzen Vegitos, Kidpo und so weiter und so fort. Genau, also zu dem Banner selbst, was gibt es da zu sagen? Wird ein bisschen schwierig sein, sie zu ziehen, weil ihr seht, es sind wirklich sehr, sehr viele SSR. Dennoch wünsche ich auf jeden Fall jetzt schon mal, aber wenn das Ganze kommt, werden wir es natürlich detaillierter ansehen. Viel, viel Glück. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. War vielleicht ein bisschen schnell, aber das war wirklich nur zusammenfassend, was wir erwarten können. Aufgrund hoher Nachfrage, vielen Dank für euer Feedback. Für das 3-jährige Jubiläum im Dokkan Battle. Ihr habt es jetzt aus vorweg. Wie gesagt, Main natürlich LR Vegito, LR Gogeta.
Countdown-Teaser, Part 1, Part 2. Das wird uns alles erwarten. Ich hoffe, dementsprechend hat euch alles gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.